König zog ins Nachbarland, hat Felder, Dörfer abgebrannt, hat die Männer mitgenommen, sind ohne Arm zurückgekommen. Der König gab uns nicht zu beißen, man sollte ihn ins Wasser schmeißen. Der Hunger nur füllt mir den Bauch. Herr König, habt ihr Hunger auch? Drum, Leute, gebt ein Stückchen Brot. Ihr seht, mich schnürt die bittere Not. Was suchst du im Dorf? Willst wohl, dass man deine Worte dem König verpfeift? Wenn du nicht den Mund hältst, wird man dich ins Loch stecken. Ins Loch? Zu Wasser und Brot? Dann hätte ein Ende meine Not. Was, du möchtest ins Gefängnis? Freiwillig? So einen habe ich noch nicht gehört. Die Hungersnot! Die Hungersnot! Nimmt das letzte Stückchen Brot! Macht euch und eure Kinder tot! Packt den Bettler! Packt den Edelmann! Packt jeden, den sie kriegen kann! Wann? Ach, wann? Ja, wann kommt endlich auch der König dran? Halt! Zur Seite! Zur Seite! Was hab ich gehört? Du hast den König beleidigt, verspottet. Darauf steht Gefängnis. Du musst gefangen genommen werden. Was hat er getan? Hast du sein Lied nicht gehört? Das letzte Stückchen Brot, wenn ich nur wüsste, woher ich ein Stück Brot nehmen soll. Du hast die Leute aufgewiegelt. Woher kommst du? Aus dem Land, in dem der Herr König Krieg geführt hat. Du warst Soldat? Gebt mir die Hand, Herr Polizist. Allein geht's schon nicht mehr recht. Und dann auf ins Gefängnis. Habt ihr die Kohlsuppe schon warm gestellt? Auch ein Stückchen Fleisch täte mir schmecken. Und hoffentlich ist der Strohsack frisch gefüllt. Freunde, wer will mitkommen ins Gefängnis? Vielleicht fliegen doch die gebratenen Tauben durchs Gitter. Vielleicht regnet's durch das Dach Backpflaumen und Eierkuchen. Wenn ich wüsste, dass er recht hat. Wenn ich wüsste, dass im Gefängnis... Schon wieder einer, dem der Hunger den Kopf verdreht hat. Wie soll ich meine zwei Kinder und die Frau satt kriegen, wenn niemand mir für mein Holzbrot geben kann? Wenn alles... Ach, hätte ich doch nie geheiratet, nie Kinder bekommen. Was hast du gesagt? Soll ich auch betteln gehen? Soll ich hier am Brunnen sitzen bleiben, ein Lied singen und warten, bis mich der Polizist ins Gefängnis bringt? Der Hunger kommt, der Hunger geht. Ich bin so alt geworden, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft ich gehungert habe. Geh heim zu deinen Kindern und zu deiner Frau und nimm das Brot. Mehr habe ich nicht. Aber deine Kinder sollen es haben. Nimm es. Mach dich auf den Weg. Sonst findest du in der Nacht nicht mehr zurück. Mutter, warum kommt Vater nicht? Ich hab Hunger. Zum Frühstück trockenes Brot, kein Mittagessen und jetzt wird es schon dunkel. Da bist du endlich. Was hast du mitgebracht? Ich bin so froh, dass mir die Frau das Brot geschenkt hat. Sonst wäre ich mit leeren Händen zurückgekommen. Und für das Holz? Hast du nichts für das Holz bekommen? Geld, ja. Ein paar Münzen für das Holz. Aber niemand will das Geld. Beim Metzger gibt's kein Fleisch, beim Krämer kein Mehl. Kisten und Kästen, Regale, alle sind leer. Da kannst du Geld so viel du willst oder hast auf den Ladentisch werfen. Wo nichts ist, da richtet auch das Geld nichts aus. Aber das Brot, bitte, ich hab so Hunger. Da, nimm das Brot. Aber gib Hänsel die Hälfte. Das Brot ist hart, alt. Sei froh, dass Vater das harte Brot mitgebracht hat. Ein bisschen Butter, ein Stück Käse. Vater, nur das Brot. Esst, was ihr habt, und dann schnell ins Bett. Ich hab immer noch Hunger. Mein Magen knurrt. Sei still. Und versuche zu schlafen. Ich kann nicht schlafen. Du
Du könntest vom Schlaraffenland träumen. Lass mich in Ruhe mit deinem Schlaraffenland. Du machst mir den Mund wässrig, machst dich lustig über mich. Du bist böse. Da, damit dir das Schlaraffenland vergeht. Psst, still. Sonst hören uns die Eltern, dann schimpfen sie. Leg dich nieder. Vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine ganz lange Geschichte? Ja, eine Geschichte, in der ein Prinz und eine Prinzessin vorkommen müssen. Weißt du eine solche Geschichte? Mann, wie soll das weitergehen? Heute das Stück Brot, das dir die alte Frau geschenkt hat. Und morgen? Soll ich morgen die Luft in der Pfanne braten? Den Wind in die Tassen schütten? Hör auf, ich kann dein Jammern nicht mehr hören. Mein Jammern? Deine Kinder wollen essen. Was soll aus uns denn werden? Wie können wir die Kinder ernähren? Wir haben nichts mehr für uns selbst. Nichts mehr für die Kinder. Soll ich ins Dorf gehen, mich vor den Brunnen setzen und so lange schreien, bis ich eingesperrt werde? Oh, ich möchte am liebsten dem Polizisten eine Ohrfeige geben, dem Schuster die Schuhe oder dem Schreiner die Bretter stehlen, nur damit ich Ruhe bekomme, damit ich eingesperrt werde und nicht jeden Tag die gleichen Klagen hören muss. Du sollst nachdenken, Mann, nicht vom Gefängnis reden. Wir sind vier. Du musst vier Mäuler stopfen. Wenn wir nur zu zweit wären. Zu zweit? Aber wir sind vier, Frau, das weißt du doch. Wir könnten zu zweit sein. Ohne die Kinder wären wir nur zwei. Was hast du dir nur wieder ausgedacht? Weißt du was, Mann? Morgen in aller Frühe führen wir die Kinder in den Wald hinaus, wo es am dichtesten ist. Willst du Beeren sammeln? Wenn wir ganz tief im Wald sind, machen wir den Kindern ein Feuer, damit sie nicht frieren. Wir geben jedem ein Stückchen Brot, dann gehen wir zum Holz suchen und lassen sie allein. Du willst sie im Wald allein lassen? Ja. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, das tue ich nicht. Wie sollte ich's übers Herz bringen? Nein und nochmals nein. Sollen die wilden Tiere kommen und die Kinder zerreißen? Oh, du Narr, dann müssen wir alle viere Hungers sterben. Du kannst die Bretter für die Särge hobeln. Ich will nicht, nein, ich will nicht. Du bist dumm, du siehst nicht über den Tellerrand hinaus. Hier bei uns müssen die Kinder verhungern. Im Wald können sie besser leben als bei uns. Das ist nicht recht, Frau. Aber ich weiß auch keinen Rat. Siehst du, schon wirst du vernünftiger. Wir tun, was ich mir ausgedacht habe. Morgen früh. Morgen früh schon? Können wir nicht ein paar Tage warten? Was beschlossen ist, ist beschlossen. Ich habe nichts beschlossen. Du sollst mir nicht widersprechen. Aber die armen Kinder dauern mich doch. Du sollst jetzt schlafen. Wie soll ich ein Auge zutun, wenn ich daran denke, was du vorhast? Sei still. Wenn die Eltern hören, dass du weinst, wissen sie, dass wir gelauscht haben. Wie soll ich still sein, wenn ich weiß, dass wir morgen umkommen werden? Still. Still, hab keine Angst. Ich will uns schon helfen. Ich habe einen Gedanken. Was hast du dir ausgedacht? Wir müssen noch eine Weile warten. Wenn die Eltern eingeschlafen sind, werde ich durch das Fenster hinaussteigen und draußen auf den Wegen Kieselsteine zusammensuchen. Kieselsteine? Wozu brauchst du Kieselsteine? Ich brauche eine ganze Hosentasche voll. Du wirst schon sehen. Gott wird uns nicht verlassen, auch im tiefen Wald nicht. Du kannst dich ruhig schlafen legen. Ich kann nicht einschlafen. Aber ich glaube, die Eltern sind jetzt eingeschlafen. Gut. Dann ist's Zeit für mich. Halte dich ganz still, bis ich wiederkomme. Mach das Fenster ganz leise auf und lass es offen stehen. Ich will warten, bis du wiederkommst.
Aufstehen! Aufstehen! Bald wird die Sonne hervorkommen. Wir wollen in den Wald gehen und Holz holen. Holz? Ich bin noch so müde. Ich mag nicht aufstehen. Wenn man aufsteht, bekommt man nur Hunger. Los, weg mit dem Bettzipfel. Nur reiche Leute, Kinder können lange schlafen. Kommt, Kinder. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ich hab Angst. Hörst du die Steinchen? Die werden uns schon den Weg zeigen. Was tuschelt ihr da? Nichts. Gar nichts. Hänsel, wo bleibst du denn? Du gehst so langsam. Bin noch müde. Was guckst du da und bleibst zurück? Gib Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Du Narr, das ist kein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Aber ich hab ja das Kätzchen auch gesehen. Wiedersehen, Kätzchen. Wiedersehen, Schornstein. Nehmt das Brot, damit ihr etwas für den Mittag habt. Aber esst's nicht vorher auf. Weiter kriegt ihr nichts. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr habe. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Mittags haben wir das Brot gegessen. Dann müssen wir sehr müde gewesen sein. Und haben bis zum Abend geschlafen? Siehst du, die Mutter ist nicht zurückgekommen. Ach, ich hab so Angst. Es wird dunkel. Wie sollen wir aus dem Wald herausfinden? Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden. Hast du nicht gesehen, dass ich die Kieselsteinchen auf den Weg ausgestreut habe? Sie werden im Mondlicht glitzern und uns den Weg zeigen. Das hast du dir fein ausgedacht. Und wenn der Mond nicht kommt? Er ist schon da. Schau, groß und rund und hell. Da über den Baumwipfeln. Dann können wir aufstehen und heimgehen. Komm schnell, ich will nicht im Wald bleiben. Schon wieder ein Kieselstein. Wie die glitzern. Hab ich dir's nicht gesagt? Und wieder einer. Wir können den Weg gar nicht verfehlen. Gib mir die Hand. Das ist lustig. Der Mond führt uns zurück. Nein, meine Kieselsteine. Und der Mond. Ich hab den Mond lieb, weil er so hell scheint. Wo kommt ihr denn her? Ihr bösen Kinder! Was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.
Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Ich habe Angst um euch gehabt. Aber legt euch nun schlafen. Mann, was sollen wir jetzt machen? Ich freue mich, dass die Kinder zurückgefunden haben. Mann, du weißt doch, alles ist aufgezehrt. Wir haben noch einen halben Laib Brot. Dann hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es ist sonst keine Rettung für uns. Ach, Frau, den letzten Bissen würde ich mit den Kindern teilen. Und wenn du keinen letzten Bissen hast? Nein, nein, die Kinder müssen fort. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn sonst keine Rettung ist. Es gibt keine. Ich kann nicht hinaus, Gretel. Sie hat das Fenster und die Türe zugeschlossen. Dann werden wir nicht zurückfinden. Weine nicht, Gretel. Und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Hänsel, was stehst du und guckst dich um? Geh deiner Wege. Ich sehe nach meinem Täubchen. Das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen. Nein, das ist dein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. So tief im Wald waren wir noch nie. Ich will nicht mehr weiter. Gleich sind wir da. Dann machen wir ein Feuer, damit dir nicht friert. Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder. Und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab. Es ist schon dunkel. Das Feuer ist niedergebrannt. Haben wir lange geschlafen? So lange, dass wir uns eilen müssen. Der Mond ist schon hoch, schau doch. Wir müssen zu Hause sein, ehe er untergeht. Sonst sehen wir die Brotbröckchen nicht mehr, die ich auf den Weg gestreut habe. Dann mach schnell. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Vielleicht da. Nein, dort. Auch nichts. Hänsel, die Vögel haben die Brotbröckchen aufgepickt. Sie haben Hunger gehabt. Was machen wir jetzt? Komm, wir gehen in diese Richtung. Wir werden den Weg schon finden. Wo der Mond nicht hinscheint, ist es so dunkel. Hänsel, bleib ganz nah bei mir. Ich fürchte mich. Hab keine Angst. Wir finden einen Weg. Wenn's nicht nach Hause geht, dann vielleicht zum Schlaraffenland. Ich habe Hunger und hab doch Angst. Da, isst die Beeren, dann knurrt dir der Magen nicht mehr. Wir müssen gehen. Die ganze Nacht? Ja, vielleicht die ganze Nacht. Schau
doch, Gretel, schau! Ein Häuslein aus Brot und die Dachschienen aus Kuchen, die Fenster aus hellem Zucker. Da wollen wir uns dran machen und gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen. Gretel, du kannst vom Fenster essen. Das schmeckt süß. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir. Es geschieht euch kein Leid. Ihr könnt alles haben, was ihr wollt. Süße Sachen, gute Sachen. Bei mir gibt es keinen Hunger, keinen Durst. Greift nur zu, ihr lieben Gäste. Ich bitte euch ins Haus, kommt in die gute Stube, nur herein, herein. Ich will nicht. Gute Sachen, süße Sachen, dein Herz soll lachen, will dir Freude machen. Gute Sachen, schöne Sachen. Komm, Gretel, wir sehen uns die Stube an. Vielleicht sind wir im Schlaraffenland gelandet. Schlaraffenland, Schlaraffenland, ich nehm dich, Hänsel, an die Hand, führ dich in das Haus hinein, sollst immer drinnen sein. Altes Mütterchen, was habe ich getrunken? Gegessen, dass ich so müde bin. Schlaf, schlaf ein, mach die Augen zu. Ich schaff dir bald ohne Ende Ruhe. Schlaf, mein Kätzchen, schlaf nur ein. Wirst bald immer im Knusperhäuschen sein. Was hast du mit ihm gemacht? Steh auf, Faulenzerin! Trag Wasser und koche deinem Bruder etwas Gutes. Er sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Ach. Könnte ich mit meinen alten Augen nur besser sehen. So sehe ich es an deinem Gesicht, ob du schon dicker geworden bist. Da, Alte, nimm das Fingerchen. Greif's nur ab, genau. Dünn, dünn. Nur ein Knöchlein. Du musst viel, viel essen. Wo ist deine Schwester? Sie soll vom Besten nehmen und kochen. Kochen, dass die Kessel überlaufen. Ich will einen feisten, guten, guten Braten. Da seid ihr nun 2 Monate bei mir. Und ich weiß nicht, warum Hänsel mager wie am ersten Tag bleibt. Heda, Gretel, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen. Lieber Gott, hilf uns doch. Hätten uns die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben. Spar dein Geplärr, es hilft dir alles nichts. Ich kann nicht mehr warten. Habt ihr es nicht gut bei mir gehabt, ihr armen Schlucker? Jetzt will ich's gut haben. Erst wollen wir backen. Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Los hinaus, hinaus zum Backofen.
Feuerglut und Morgenlicht. Hänsel, Gretelchen, geht mir nicht. Komm heran und bück dich gleich. Ich geb dir schnell den letzten Streich. Kriech hinein und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich da hinein? Oh, dumme Gans. Ich werde dir's zeigen. Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Da! Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Sie brennt im Flammenrot. Die Angst ist jetzt vorbei, ei. Gleich ist Hänsel frei. Hänsel, Hänsel, wir sind erlöst. Die alte Hexe, sie ist tot. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Im Ofen brennt das Feuer rot. Der böse Zauber ist jetzt aus. Uns gehört das Klosterhaus. Komm, Gretel, lass uns schauen, was im Hause ist. Jetzt müssen wir uns nicht mehr fürchten. Oh, wie bin ich froh! Gold, Silber, Hänsel, ich hab noch nie... Ja, die sind noch besser als Kieselsteine. Aber jetzt wollen wir fort aus dem Hexenwald heraus. Ich will nie wieder zurück. Vater, Vater! Wir haben den Weg durch den Wald gefunden. Gott sei Dank, dass ihr wieder da seid. Ich habe keine frohe Stunde gehabt, seit wir euch im Wald gelassen haben. Wir sind reich geworden im Wald. Vater, schau! Gold? Goldstücke? Edelsteine? Und meine Schürze. Meine Schürze ist so schwer, dass ich sie kaum halten kann. Das habt ihr alles im Wald gefunden? Jetzt haben die Sorgen ein Ende, Vater. Und du sollst uns nie wieder im Wald alleine lassen. Das verspreche ich euch.